Du ziehst in ein neues Haus und kaufst einen neuen Router, um superschnelles Internet zu bekommen. Du änderst das Standardpasswort deines Wi-Fi-Netzwerks in den Mädchennamen deiner Großmutter, in Zahlen geschrieben. Frag nicht mal danach. Voila! Du hast alles getan, was in deiner Macht steht, um deine Daten zu schützen. Schließlich handelt es sich nur um deine Kreditkartennummern, Bankdaten, persönlichen Informationen, Fotos und... Moment mal, da steht ja eine ganze Menge auf dem Spiel. Vielleicht lohnt es sich also doch, etwas mehr Zeit und Geld in die Sicherheit deines Heimnetzwerks zu investieren. Der erste Schritt ist eher physischer Natur. Nein, du musst nicht durch das Haus rennen und schreien, du kommst nicht an meine Daten, aber du musst den Router in die Mitte deines Hauses verlegen. Ja, ich weiß. Er gehört in die dunkle Ecke, aber auf diese Weise lockst du tatsächlich andere an, sich mit deinem Netzwerk zu verbinden. Wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, werden diese anderen deine Nachbarn links und rechts hinter den gemeinsamen Wänden sein. Wenn du ein eigenes Haus hast, kann ein starkes Signal weit darüber hinaus durch geschlossene Fenster und theoretisch sogar bis in das Auto eines Bösewichts dringen, der draußen parkt. Wenn das noch nicht überzeugend genug klingt, wirst du mir sicher zustimmen, dass ein Router an einem zentralen Ort zumindest die Verbindung rund um dein Haus verbessert. Hast du eine Firewall für deinen Anschluss? Das ist das Sicherheitsgerät, das den ein- und ausgehenden Netzwerkverkehr überwacht und verdächtige Daten nicht durchlässt. Vielleicht hast du so ein Gerät auf deinem Laptop, aber die Softwareversion funktioniert nur für das Gerät, auf dem sie installiert ist. Wenn du wirklich sicher gehen willst, dass dein Heimnetzwerk sicher ist, solltest du in eine Hardware-Firewall investieren. Sie wird hinter dem Router installiert und dient als erste Verteidigungslinie gegen alle Gefahren. Sie schützt dein Netzwerk, ohne die Ressourcen deiner Geräte zu verbrauchen und sie zu verlangsamen. Unterschätze niemals, und das meine ich ernst, die Macht eines starken Passworts. Selbst wenn du ein gutes Passwort hast, solltest du es alle 6 Monate oder so aktualisieren. Und nein, der Name des besten Freundes, der Geburtstag deiner Großmutter und sogar die Telefonnummer von jemandem sind keine gute Idee. Wenn deine Kreativität dich im Stich lässt, verwende einen Passwortgenerator oder noch besser einen Passwortmanager. Dabei handelt es sich um einen verschlüsselten digitalen Tresor, der dir dabei helfen kann, wirklich starke, einzigartige Passwörter zu erstellen. Und jetzt kommt der beste Teil. Du musst sie dir nicht merken oder sie irgendwo physisch speichern. Und wenn du auch noch irgendwo in deinem System eine Datei namens passwords.docx mit dem Schlüsseln zu buchstäblich allem, was du online hast, hast, du weißt schon, dass es nicht so sein sollte, oder? Wie lautet dein WLAN-Passwort? Und wo ist das Essen? Sind die beiden Fragen, die die meisten Gäste stellen. Du kannst ihnen die Hamburger geben, aber gib nicht gleich alle WLAN-Infos. Du kannst ein separates Gastnetzwerk einrichten. Deine Freunde werden natürlich nicht versuchen, in dein System einzubrechen, aber du kannst nicht zu 100% sicher sein, dass alle ihre Geräte frei von Malware sind. Und wenn du ihre Telefonate überprüfst, bevor sie dein Haus betreten, wirst du nicht mehr so viele Freunde haben. Außerdem ist das Gästenetzwerk perfekt für alle die Geräte, die mit dem Internet verbunden sind. WLAN-Kameras, Thermostate, Smart Speaker, alles was du willst. Diese Geräte sind viel leichter zu knacken als ihre intelligenteren Kollegen wie Laptops oder Telefone, daher ist es gut, sie zu trennen. Es fühlt sich gut an, das Administratorkonto zu verwenden, um den Gadgets zu zeigen, wer der Boss ist, aber du musst das nicht jedes Mal tun. In diesem Modus kannst du auf alle wichtigen Dateien und Konfigurationen deines Systems zugreifen und sie ändern. Ich weiß, du wirst das nicht absichtlich tun, aber Malware könnte sich einschleichen und dein System gefährden und du gewährst ihr einfach den VIP-Pass. Um dies zu vermeiden, solltest du ein weniger privilegiertes Konto für deine alltäglichen Aufgaben wie das Surfen im Internet, das Abrufen deiner E-Mails und das Erstellen von Dateien einrichten. Nenne es wie du willst, sogar Big Boss, um dich besser zu fühlen. Und denk dran, das Administratorkonto nur für die Installation wichtiger Updates und Wartungsarbeiten zu verwenden. Du hast also dein WLAN-Passwort gegenüber dem Standardpasswort geändert, aber dein Router hat seine eigenen Anmeldedaten. Um den Administratornamen und das Passwort des Routers zu ändern, gib die IP-Adresse in die URL-Liste deines Laptops ein oder verwende eine spezielle App dafür. Und da diese Standard-IP-Adressen für die Bösewichte leicht zu finden sind, kannst du einen zusätzlichen Schutz einrichten und auch die IP-Adresse des Routers ändern. Dazu musst du nur ein paar Zahlen in den Netzwerkeinstellungen in der Verwaltungskonsole deines Routers ersetzen. Mit den meisten Routern kannst du von jedem Ort aus, an dem du eine Internetverbindung herstellen kannst, auf dein WLAN-Netzwerk zugreifen. Das Problem ist jedoch, dass auch andere darauf zugreifen können, vor allem wenn du den Standard-Routernamen und das Passwort nicht geändert hast. Also denk zweimal drüber nach, ob du wirklich eine Fernsteuerung für dein Netzwerk brauchst.
Wenn du ohne sie leben kannst, schalte sie einfach in den Einstellungen aus. Überprüfe ab und zu die Liste der Geräte, die mit deinem Heimnetzwerk verbunden sind. Wenn etwas so aussieht, als gehöre es nicht dorthin, trenne es sofort und ändere das WLAN-Passwort. Nach dem Zurücksetzen musst du alle deine Geräte neu verbinden und die Bösewichte müssen endgültig verschwinden. Manchmal kann ein völlig harmloses und sogar hilfreiches Gerät wie dein Staubsaugerroboter eine seltsame Mischung aus Zahlen und Buchstaben als Namen haben. Wenn er also nach deiner großen digitalen Reinigung den Raum nicht mehr reinigt, liegt das nicht daran, dass er streikt. Sag ihm einfach, dass es dir leid tut und heiße ihn wieder willkommen. Stell sicher, dass die Firmware deines Routers auf dem neuesten Stand ist. Die Hersteller entwickeln diese Updates nicht nur, um dich zu ärgern. Sie finden tatsächlich Wege, um dein Gerät vor möglichen Bedrohungen zu schützen und die Schwachstellen im System zu beheben. Die meisten dieser Geräte aktualisieren sich nicht automatisch, aber du kannst ihnen helfen. Du findest die Updates auf der Webseite deines Herstellers. Dort gibt es auch Anleitungen, wie man sie installiert. Überprüfe, ob der Router das neueste Sicherheitsprotokoll WPA3 hat. Wenn du dir selbst einen neuen Router kaufst, dann sollte nichts schiefgehen, da sie jetzt nur noch diese haben. Wenn du aber einen von deinem Anbieter bekommst, solltest du darauf bestehen, dass du nur die neueste und sicherste Option haben willst. Ironischerweise können auch deine Überwachungskameras eine Bedrohung für deine Sicherheit sein. Die Bösewichte können lokal auf sie zugreifen, innerhalb der Reichweite des Netzwerks, mit dem die Kamera verbunden ist. Häufiger tun sie dies jedoch aus der Ferne. Selbst wenn das Sicherheitsunternehmen, das deine Kamera wartet, kein Datenleck hat, kann jemand mit deinem Passwort eindringen, wenn du dasselbe für alle deine Konten verwendest. Das passiert eher bei älteren Geräten, die mit veralteter Software laufen, also solltest du dir vielleicht eine neue Kamera zulegen. Es ist so gut wie unmöglich herauszufinden, ob an deiner Sicherheitskamera herumgepusht wurde, außer du bist ein Profi. Ein Anzeichen dafür ist, dass die Kamera langsamer oder schlechter als normal arbeitet. Die meisten dieser Geräte haben nur einen begrenzten Speicher und wenn jemand an sie angeschlossen ist, muss der arme Zentralprozessor besonders hart arbeiten, sodass er die Belastung kaum bewältigen kann. Du weißt doch, dass Wände Ohren haben. Nun, deine smarten Geräte haben auch ziemlich gute Ohren. Diejenigen, die mit Mikrofonen ausgestattet sind, können deine Gespräche abhören, auch wenn du das Gerät gerade nicht aktiv nutzt. Wenn sich jemand Zugang zum Gerät verschafft, erhält er auch Zugang zu den Informationen, die du teilst. Achte also darauf, was du sagst, wenn du dich in der Nähe von Audiorekordern, smarten Assistenten und anderen smarten Geräten befindest. Du kannst auch Mikrofone stumm schalten, wenn du sie nicht benutzt. Deck die Kameras dieser Geräte mit Kameras ab, wenn du nicht gesehen werden musst. Wenn du weißt, dass du das Gerät eine Zeit lang nicht benutzen wirst, trenne es vom Internet, aber denk daran, es zu aktualisieren, wenn du es wieder brauchst.